So, schönen guten Nachmittag, liebe Sternengucker, Sternenforscher, Sternenentdecker, Wahrheitssucher, was auch immer. Endlich ein neues Video. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Ich war auch beim Podcast ein bisschen still in letzter Zeit. Das waren so 6, 7 Tage, wo ich nichts gesagt habe. Kam mir schon mehr wie eine Ewigkeit vor. Da sind auch Prozesse gelaufen, wo ich mal sozusagen in Revision gehen musste, wo ich sowieso schon die ganze Zeit an einem Paradigmenwechsel ein bisschen schraube. Intern sozusagen meinen eigenen Paradigmen. Das hier ist das Video, was öffentlich ist, öffentlich in meinem YouTube-Kanal. Es gibt dann immer noch ein internes für meinen Newsletter-Bezieherkreis. Ja, da werde ich dann nochmal ein paar andere Facetten bringen. Gut, da rede ich auch ein bisschen freier von der Leber weg und so weiter, weil heutzutage wird ja alles hier, darf man zensiert eigentlich noch sagen? Nein, keine Ahnung. Sagen wir mal, die wohlmeinenden Kräfte dieser Welt bemühen sich darum, uns die richtigen Informationen zukommen zu lassen. Und ich möchte die nicht allzu sehr mit zu viel Arbeit belasten, falls ich vielleicht Sachen sage, die nicht ganz perfekt ins öffentliche Paradigma passen. So, das ist dann das interne Video. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch bitte an für ein Newsletter. Einfach bei mir beziehen über diese E-Mail-Adresse hier unten. Okay, das nächste, was ich noch sagen wollte, ist ganz kurz. Nächstes Seminar ist am kommenden Sonntag, am 11. Da werde ich eine ganz neue, spannende Sache beschreiben oder besprechen mit euch. Und zwar geht es dann um die Neumond- und Vollmondzyklen. Ich rede hier nicht von den 14 Tagen von Neumond zu Vollmond, sondern andere Sachen, die ich im Zuge meiner ständigen Betrachtung der Dinge hier, der Forschung, der Beratung, der Seminarvorbereitung entdecke. Das alles wird gespeist ein bisschen aus meiner persönlichen Heldenreisen-Astrologie-Sicht, basierend auf Filmdramaturgie, ist halt irgendwie eine völlig andere Sicht entstanden. Und dieses Gebäude, diese Anschauung wächst halt Stein für Stein, je länger ich damit befasst bin. Und Zyklen, die wie gesagt länger gehen als nur 14 Tage, besprechen. Ganz was Neues als Werkzeug aus der Heldenreisenastrologie. Und zum Schluss noch ganz kurz der Hinweis: Ihr findet unten drunter wieder meinen Link zum Projekt Profit Wallet. Und das ist eine Sache, die ich immer noch gut finde. Ich bin ja jetzt schon ein Weilchen dabei. Es gefällt mir. Das tue ich gerne als Link unten runter. Ist aber keine Empfehlung und keine Finanzberatung, aber ihr wollt gegebenenfalls sogar diesen Kanal unterstützen, ohne dass ihr irgendwelches Geld verliert. Ne? Ist doch cool. So, öffnen wir mal das Horoskop. Wir gucken hier nochmal ganz genau. 4.6. 5:41, 42 Sekunden auf Berlin berechnet. Wir haben die Sonne bei 13, 18 und 1 und der Mond steht bei 13, 18, 1. Ich mache das immer sekundengenau, weil dann habe ich einfach ein solides Fundament, von dem ich ausgehen kann. Ja? Das Ganze auf Berlin berechnet. Im internen Video werde ich wahrscheinlich noch andere Städte begucken, andere geografische Orte, wie sich dort das Geschehen dann zeigt, ganz konkret. Hier aber erstmal das Vollmondgeschehen auf Berlin berechnet, damit sozusagen auf Deutschland. Der Vollmond ist das eine, der Sonnenstand das andere, die beiden hängen natürlich zusammen. Der Vollmond kann nur scheinen, wenn die Sonne in dieser Position steht. Der kann nur voll sein, wenn die Sonne in dieser Position steht. Das heißt, er bekommt, wie auch sonst auch immer, wie alle anderen Planeten auch, von der Sonne die informellen Signaturen, die Informationsstrukturen, die Lichtkaskaden, wie ich das immer nenne, um dann sozusagen ein großer Spiegel zu sein für uns alle. Und wenn der Vollmond voll ist, dann wirft er besonders viel Licht auf die Erde. Wir können es also wahrnehmen. Der Vollmond, den wir hier haben, der nützt dem Jupiter oder dem Saturn oder dem Pluto überhaupt nichts. Die haben ihre eigenen Monde, die da irgendwas zeigen. Die Signaturen des großen Urlichts der Sonne auf ihre Planeten senden. Wie immer, hier noch der Hinweis aus meiner Sicht ist sozusagen der Mond ein individueller Fokus, ein Spiegel für den jeweiligen Planeten. Das heißt, er kreist um einen Planeten, empfängt von der Sonne Licht und gibt einen Ausschnitt, je nach Mondphase, einen Ausschnitt aus bestimmten Signaturen, Informationssignaturen, wie ich meine, weiter auf dem Planeten, den er umkreist. Er ist ein individueller, wie soll ich das sagen, Spiegel, ein Hohlspiegel, ein Parabolspiegel, ein Weitergeber von bestimmten Informationsstrukturen auf den entsprechenden Planeten, sprich also bei uns auf die Erde. Und wir, die wir sehr stark mit dem Mond, mit diesem Prinzip Mond verbunden sind, über das Empfinden empfangen sozusagen, in einer Drachenhöhlenschicht, das heißt in einer tief unterbewussten, unbewussten Schicht in uns die Signaturen für eine weitere Entwicklung. Und dann steigt es aus unserem Empfinden auf und wir bringen das in die Welt als Kanäle des Lichts. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Die Sonne steht also im Hintergrund, steht hier bei diesem Vollmond
im 12. Haus. Im Hintergrund holt aus der Tiefe des 12. Hauses, das ist die dritte Etappe der Heldenreise, holt sie sozusagen Schätze hervor. Sie befindet sich hier im letzten Drittel des 12. Hauses zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, im Grunde gibt sie schon Konzepte weiter an den Vollmond, und dieser Vollmond spiegelt es dann weiter auf die Erde, sozusagen in unsere unterbewussten Schichten, damit wir das empfangen und umsetzen können. Jetzt gucken wir mal, was hat die Sonne hier für Verbindungen. Sie hat vor allen Dingen eine Verbindung zur Venus. Ja, das geht also um ein öffentliches Bewusstsein beziehungsweise eine Gruppenstruktur, die hier unterwegs ist und die sich hier Ende Krebs sozusagen kurz davor befindet, die Drachenhöhle zu verlassen, hervorzutreten ins Licht und dann entsprechend der Einspeisungen, die die Venus hier erhalten hat, als Gruppe beziehungsweise öffentliches Bewusstsein vom 7. Haus kommend, im Löwen ein neues Königreich zu errichten, ja, etwas entstehen zu lassen, etwas werden zu lassen. Wenn die Venus verbunden ist, wie hier zum Beispiel mit der Sonne, dann spielen natürlich die unsichtbaren Geschwister der Venus mit eine Rolle. Und das hatten wir alle schon mal im Seminar, das werde ich jetzt hier nicht sozusagen ausufernd erläutern können. Und insbesondere bei den unsichtbaren Geschwistern ist wichtig und spielt eine große Rolle der Pluto in dem Falle. Der ist ja auch noch verbunden mit der Sonne. Also es geht also schon um ein unsichtbares Konzept für eine Gruppe, für das öffentliche Bewusstsein. Und das wird hier empfangen. Alles, was hier auch immer passiert, wird hier empfangen. Und der individuelle Mensch befindet sich hier mit seinem individuellen Unterbewusstsein, in dem Falle hier also im 6. Haus, auf Deutschland bezogen, auf Berlin bezogen, im 6. Haus im Schützen. Das Wichtigere hier ist der Standort im 6. Haus. Ihr wisst ja, hatten wir auch letztens im Seminar das versteckte Fundament oder das verdeckte Fundament, wie auch immer. Der individuelle Mensch auf Deutschland bezogen befindet sich gerade hier in einer Etappe aus der Sicht des unsichtbaren Skripts der Heldenreise beschrieben oder benannt als A, die ganze Etappe Überleben im Wald, ja, und B, Loslassen von Errungenschaften. Das ist das letzte Drittel vom 6. Haus, beginnt aus der Sicht der Heldenreisenstruktur, zumindest in meinem System, beginnt eine spezielle Wegstrecke innerhalb einer universellen Entwicklung, sprich Heldenreise, die übertitelt ist mit Loslassen von Errungenschaften. Es geht um das Loslassen von Errungenschaften, zunächst einmal von Errungenschaften mental, seelisch. Es geht um das Loslassen also von Identifikation, das und das bin ich, so und so bin ich, da gehöre ich hin. Darum geht es, das ist die eine Facette, und natürlich geht es auch um das Loslassen von Errungenschaften, dessen, was wir als Individualität bis jetzt hervorgebracht haben. So, das ist natürlich angesichts der äußeren Umstände, die wir da sehen, mit dem, was die Spezialisten dieser Geschäftsführungsebene da, keine Ahnung, was sie sich ausgedacht haben für dieses Land dort. Da ist ja kein Wunder, dass man hier in einer Phase des Überlebens im Wald ist und Errungenschaften loslassen muss. Man denke ja nur an die ganzen Hausproblematiken da mit den Heizungen und mit den Sanierungen, was sie da vorhaben, was wahrscheinlich viele Hausbesitzer in den Ruinen treiben wird und die Mieter, wenn die Wohnungen nicht entsprechend der Ideen oder Fantasien der Leitungsebene saniert und ganz gemacht wurden, in Anführungsstrichen, müssen dann die Häuser verlassen, die Mieter, und gehen draußen irgendwo unter den Wald schlafen und am Baum schlafen, überleben im Wald. Nicht? Denn die Häuser, soweit ich das bis jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ob das Gesetz schon durch ist, müssen ja dann leer stehen, dürfen nicht vermietet werden, wenn sie nicht entsprechend saniert wurden. Das sind also ganz kühne und wirklich weitreichende Konzepte, die werden alles verändern, vor allem das Klima. Na? Also vor allen Dingen im Land das Klima, davon abgesehen. Das ist nämlich der eigentliche Klimawandel, von dem man die ganze Zeit redet, meiner Meinung nach. Ich meine nicht das Wetter, ja, ich meine ein anderes Klima. So, also das ist hier im Moment, spielt eine Rolle. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Vollmond ist ja bald vorbei, dann ist wieder Neumond, dann ist es durch. Nein, das werde ich im Seminar erläutern. Das geht hier immer um Zyklen, die ein bisschen länger dauern. Das, was sich hier also zeigt, ist in einer längeren, wie so einer Sinuskurve unterwegs, wo es umgesetzt wird. Man muss natürlich dazu sagen, trotz allem kleinen satirischen Spitzen, die ich hier manchmal so mir nicht ganz verkneifen kann, muss man schon auch sehen, dass es hier um einen größeren Wandel geht. Und da ist das, was wir da in der sogenannten Regierungsebene sehen, mehr so ein Spiegel davon. Ja? So ein bisschen satirisch-theatralischer Spiegel. Eigentlich müsste man das in einer Comedy-Bühne vorführen, was da gemacht wird.
Aber im Grunde geht es um was Größeres und das ist nur eine Facette davon. Wir sind natürlich alle betroffen, der gesamte Kosmos ist davon betroffen, von diesem Wandel. Und das ist ein kleines Nebengleis, was wir da eigentlich sehen. Okay, so, das ist das. Hier gilt natürlich das Gleiche, dass die Venus mit im Spiel ist und der Pluto. Das heißt, es geht um eine Transformation gleich einer ganzen Gruppenstruktur. Und eine ganze Gruppenstruktur muss hier unter bestimmten Bedingungen, die hier biologischer Natur sind, meiner Meinung nach, bestimmte Errungenschaften loslassen. Was ich noch sagen wollte, der Rahmen, damit habe ich mal angefangen, eigentlich der Rahmen ist hier die Hausstellung in dem Falle. Das heißt, der Skorpion steht hier dran und zwar konkret bei 6 Grad 8 Bogenminuten ist dieses Haus angeschnitten. Das sechste Haus hier in dem Fall, übersetzt wie gesagt, neunte Etappe der Heldenreise im Buch Überleben im Wald. Und das ist der Rahmen, in dem sich die Individualität in Deutschland derzeit bewegt. Ja? Das heißt, es sind Bedingungen, die hier, mit denen sich hier das Individuelle auseinandersetzen muss, die unter dem großen Thema Stirb und Werde, Katakomben der Macht, ja, Wechsel eines Paradigmas stehen, stark ideologisch unterfüttert. Jetzt kann man fragen, wo kommt denn die Ideologie her? Von wo wird da was ideologisch gestaltet oder in Rahmenbedingungen versetzt hier? Das kommt hier aus dem neunten Haus vom Pluto. Neuntes Haus im Wassermann, da geht es also um einen großen Wechsel, eine Veränderung und das Ganze kommt aus Übersee. Ja, zumindest von weit, weit her. Neuntes Haus ist fast immer die weite Welt. Und in dem Fall dürfte es durchaus von Übersee kommen. Könnte man jetzt wieder gucken, wo steht jetzt hier zum Beispiel von den USA bestimmte Positionen. Also es ist eine, wie soll ich sagen, eine ideologische Struktur hier. Der Pluto ist ja der Außendienstmitarbeiter vom Skorpion, der wandert hier in einem bestimmten Bereich, der ist auf der Reise, befindet sich gerade im Ausland gewissermaßen und von dort sendet er seine neuesten Errungenschaften, Erkenntnisse und die neuesten Informationen, die er von seiner Reise gesammelt hat, sendet er nach Hause und das Zuhause liegt hier in dem Fall im sechsten Haus im Skorpion und dann werden durch das, was er von der Ferne nach Hause schickt, hier die Bedingungen gestaltet. Auch das ist eine etwas andere Sichtweise. Ich gucke hier also zum Beispiel dann vom Außendienstmitarbeiter auf die Heimat eines Planeten. Und dort zeigt sich das. Vieles ist in der Heldenreisenastrologie anders. Das habe ich nicht aus dem Kopf geplant. Das wächst einfach Stein für Stein. So wie ich dieses Haus baue, dieses System, dieses Gebilde oder Gebäude, diese Anschauungswelten, die ich hier entwickelt habe auf der Basis von Filmdramaturgie, wächst es eigentlich täglich vor sich hin. Geht immer weiter, es nimmt irgendwie gar kein Ende, es kommen immer neue Schichten. Und ja, wir werden sehen, wo das noch hinführt, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Okay, das will ich jetzt erstmal ein bisschen dabei belassen. Der Schwerpunkt für uns ist also, dass wir viel Aufmerksamkeit im Moment auf die Lösung oder das Loslassen von Errungenschaften richten, dass wir in diesem Zusammenhang also auch Identifikationen loslassen, die für uns vielleicht mittlerweile behindernd sind, weil in diesem Bereich hier hinten, vielleicht noch zum Abschluss die Worte, in diesem Bereich hier hinten, das ist eigentlich ein Bereich, wo der Held archetypisch notwendigerweise, um diese Phase der Reise, seiner Entwicklung oder einer Entwicklung vollziehen kann, muss er Errungenschaften loslassen. Sonst kann er nicht in die nächste Etappe seiner Reise, das wäre dann hier in dem Fall das siebte Haus, ja, Öffnung für Kooperation, kann er nicht eintreten. Insofern geht es also nicht darum, jetzt auf Biegen und Brechen dagegen zu arbeiten, gegen das Loslassen von Identifikationen. Es geht eher wirklich darum, zu erkennen, was archetypisch sozusagen von einer Entwicklung, einer universellen Entwicklung von uns jetzt gefordert ist, damit wir unseren Weg organisch weitergehen können. Man kann ja damit ein bisschen ringen mit der Aufgabe. Das ist ja völlig okay. Also bei Gott. Wer ringt nicht und wer hat nicht manchmal Widerstände, wenn irgendwas vom Leben an einem herangetragen wird? Das ist ja ganz klar. Aber wenn man es versteht, wird es vielleicht etwas leichter. Ja, so, es geht also um das Loslassen von Errungenschaften. Okay, das mal jetzt zum Vollmond, ein paar Worte. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich beim nächsten Seminar oder Beratung oder stundenastrologischen Anfrage, wobei ich im Moment schon ein bisschen terminlich hinterherhinke. Manch einer wartet schon ein bisschen auf meine Antworten. Aber ich gebe mir Mühe. Okay? Also bis dann, bis bald im Wald und tschüss.